Hallöchen, liebe Leute, willkommen zu einem weiteren Prototype 2 Gameplay. Und das Ganze ist natürlich Uncut. Und ja, wir haben jetzt hier seinen Doktor transformiert, absorbiert. Und ich zeige euch jetzt mal hier die Open World. Wie kann ich jetzt hier zoomen? Ah, muss ich erstmal draufklicken. Genau, das ist jetzt so die Karte, die zur Verfügung steht. Hier oben ist nochmal eine. Und das ist eigentlich schon, muss man sagen, ist schon ja, eine stolze Karte. Also hat schon eine stolze Größe. Und da, glaube ich, hat man auch auf jeden Fall sehr viel Zeit, um irgendetwas anzustellen. Ja, wir quatschen jetzt hier nicht lang rum. Schauen wieder, was wir machen können, um unseren Skill zu verbessern oder um ein bisschen was freizuspielen. Dazu bewegen wir uns jetzt hier wieder auf den Dächern. Ich bewege mich am liebsten auf den Dächern, weil man einfach hier so am schnellsten unterwegs ist. Okay, hier ist so eine Grenze. Jungs, ich hoffe, das ist nicht da drin. Oh Mann, hier sind überall Kontrollen. Wollen wir uns den mal anstellen, mal gucken, was passiert. Er scannt mich halt. Ja, Alter, ihr Wichser. Schau es mal an, ey. So, dann gehen wir jetzt mal hier und starten eine neue Mission. Scotty, beamen uns rauf. Ja, mal gucken, was jetzt so passiert. Natürlich verfolgen wir hier in der Story die Geschichte, wie alles passiert ist. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Viper 2-1, this is Checkmate. How copy? Checkmate. Heller's stunt with those scientists really kicked the hornet's nest. Gentech's ramping up the weaponization program. Copy that order, sir. Protect that facility at all costs. And if you spot Heller, kill him. Roger that. Roger that. James, I got some information about the civilian testing. They're injecting prisoners with something taken from an infected monster. Already on it. Gonna check it out right now. Watch out. You may need to dress up like a Black Watch bitch to get in. I know the drill. So. Oder wir rennen mal hier hoch. Das ist ein Stadion, oder? Ja, das war mal ein Stadion. Jetzt ist es irgendwas.
So, dann absolvieren wir jetzt mal, dann rennen wir hier mal weg und... Genau, und laufen da jetzt nochmal vor. Oh, und da läuft unsere DNA. Ja. DNA absorbiert und das Ganze auch sehr unauffällig. Jetzt gehen wir einfach mal hier in diese Base rein. Und da ist wieder so ein... scheiß Scanner. We now have full biometric security measures in effect, including fingerprint and DNA scans at all exterior doors. You've been warned. I don't need anybody throwing a fit when we stop and scan you. Easy going. So. Man, that guy must have been a smoker. So, dann gehen wir mal hier außen rum. Und ja, warum großartig metzeln, wenn es auch so geht? Gibt, glaube ich, auch ein bisschen mehr Punkte, weil zerstören können wir auch außerhalb dieser Stationen. Also hier können wir einfach mal gediegen und zivilisiert das Ganze vornehmen. Das schaut doch mal lecker aus. Eat this. Let go. What the hell is this thing? Die Hydra nennt sie es. Ah, Mann. Nehmen wir doch mal das Teil, oder? Komm, geh hin. Genau, wollte ich gerade sagen. Wieso absorbierst du das nicht? Deswegen ist auch immer ein Vorteil.
solche riesigen Monster da absorbieren. So eine Schwertklinge bekommen, oder was? Was sind das alle? Verkribbelte Finger, oder was? Kranken. Any unauthorized personnel to be sanctioned with extreme prejudice. Corporal, this is Bellamy. Why am I getting reports that Hydra is dead? We've got a Tango. He's tearing the place apart. Well, you can go to your fucking dance class later. That is months of research ruined. Kill him. Kill him now. Ich will hier wieder raus, Mann. Für ein schwarzes Lochangriff. Boah, es ist krank, Mann. Ja. Eine neue Fähigkeit gewonnen. Really nice, really nice. Give me a sit rep. Unknown Tango has gone dark, sir. No sign of him anywhere. Fucking hell. All right, secure the perimeter until the cleanup crew gets here. So, wir verlassen jetzt hier mal den Bereich. Und damit ist die Mission abgeschlossen. Really nice. Burke, this is Bellamy. The facility is a disaster. Hostile destroyed the Hydra and... Relax. We've extracted enough DNA from the Hydra to complete phase one. We're almost ready to move on phase two. He's targeting my men, Burke. I could be next. I need out of here. It's not safe anymore. I'll talk to Rooks. We'll see what we can do. Phase two, huh? Phase two of what? From us. Phase two from what? So. Schauen wir mal, was hier noch so abgeht. Oh, da gibt's wieder irgendwas. Wisst ihr, wenn ich hier so dieses gelbe Zeug blinken sehe, bin ich richtig heiß wie Schmidts Katze drauf, ey. Ich muss jetzt nur mal abchecken, wo ich am besten... da am besten reinkommen. Ah ja, wir gehen einfach hier rein. Genau, greifen wir jetzt dann mal drauf zu. Haha, ganz unauffällig. Like hell you are. Jetzt ist er. So, ganz schnell gemacht, easy going. Einfach mal ein bisschen gewartet. I hear they're giving out bonuses to whichever patrol find seller. Man, you're greener than I thought. Keep your day job, Cream Puff. That motherfucker's all mine.
oben, wie die alle wegfliegen. So. Ach ja, um das Genexperiment zu stoppen. You are to re-establish control of the site. Over. Ah. Aufgetreten. All units engage targets as soon as they're within range. Also, so ganz andere Zombies drin. Schwindet langsam. Ist das geil. Wird hier absorbiert dann. Red Crown, this is Straitjacket. We captured a good quality specimen. Cleaning it up now and we'll get it on the transport. Oh, jetzt kommt der nächste raus. Copy, Straitjacket. Dann krieg ich wieder meine Clown, verbessere ich damit. Specimen is loose! Where do you think you're going? Krankmann, Alter, ist sicher weg, da sind Bonus, verursachen sie ihn. What? You think I opened that cage just to let you run around? So. Bevor ich jetzt hier den Bau verlasse, check ich erstmal ab, ob es hier irgendwas gibt, oder? Aber anscheinend gibt es hier gar nichts. So. Dann gehen wir mal raus. Ach komm. Jetzt. Jetzt. Jo, ist doch nichts passiert, Jungs.
Straightjacket, this is Red Crown. Provide sit rep. Over. Ja. Straightjacket, radio check. Ja, weitere Mission erfüllt, hiermit auch wieder ein Let's Play vorbei. Ich freue mich auf euer nächstes Erscheinen zum nächsten Teil und ja, ich bin mal gespannt, ob der ein oder andere sich das Spiel deswegen auch gekauft hat, weil er es bei mir gesehen hat, weil es ja so momentan noch nicht wirklich in YouTube vermarktet wird und ich hoffe einfach, ja, euch gefällt's. Wir haben jetzt ja auch noch eine Mutation erhalten, Raubtier. Und das Ganze ist, sie können jetzt eine Raubtiermutation wählen, damit ist Teller ein effektiverer Jäger. Sie erhalten zusätzlich Mutationsarten, indem sie Blacknet Operations oder Sammelobjektpakete abschließen. Sehr schön. Yeah.